Haben sogar ein Schwein verloren. Auf mein Zeichen kämpft! Auf mein Kommando! Vorwärts! So, ich glaube, da sind wir eigentlich schon durch. Diese Geschichte durch. Was ich fühle sie, ich fühle sie. Ja, da ist der Raben, das Tor zum Rabenpass. Da ist noch eine Truhe, die ich plündern kann. Ja. Ihr könnt mich nicht besiegen. Wird es eigentlich komisch, dass gerade der Feuertitan von Zarrach, also der Ork-Titan, keine Siegel der Ewigkeit, keinen Feuerschaden macht. Ich rieche ihre Nähe. Ich fühle sie. Vorwärts! Warum habt ihr mich gerufen? Ihr könnt mich nicht besiegen! Was liegt an? Warum habt ihr mich gerufen? Tod den Feinden! So, Mumien. Clanbrüder zu mir! Folgt mir! Mir nach! Oh, da kommt schon wieder eine Welle. Und los! Weiß nur nicht, was Bario jetzt eigentlich damit erreichen wollte, zu der Oase zu kommen. Ich meine, der Rabenpass ist dicht. Und ob ihn in dem Bereich jemand haben möchte, ist die gute Frage. Zur Ehre Aonirs! Tod den Feinden! In Deckung! Auf meinem Befehl. Vorwärts. Sofort. Hinterkopf. Auf mein Kommando. Für die Rune. Sie meinen es ernst. Auf mein Kommando die Freiheit. Zum Angriff. Helm des Tricksters.
Okay. Zedernschild. Vollspalter. Ja. Auf meinem Befehl. Sofort. In die Schlacht. Sie meinen es ernst. Und los. So. Mir nach. Und los. Wie sieht's eigentlich aus? Hätte ich genug Geld für einen... Nein, ich habe noch nicht genug Gold für den Schatz. Zurück mit euch! Aber ich habe vielleicht nach dem Rahmen was dann... Hier, sofort! In die Schlacht! Hab schon wieder einen Veteran verloren, merke ich gerade. Zu den Waffen! Ein Brander. Daran, Branda, weil ich sie wahrscheinlich nicht mehr so sehr brauchen werde. Nicht so ruhig! Kennt mein Zeichen! Folgt mir! Zur Ehre Aonirs! Zurück mit euch! So, jetzt haut das Grab kaputt. Hier! Sofort! Oh, Nachtschattenseite, die gibt's auch hier. Sehr gut. Sofort! Also das sind die Mumien hier, die Nachtschattenseite droppen. Hey, das heißt, wir können... Mir nach! Dann doch erst zurück nach Empyria. Folgt und mir. Die Quest von Barbados abgeben. Hm. Dann sind wir nämlich schon mal... das ganze Zeug los. So, noch eine Nachtschattenseite. Auf mein Zeichen! Das heißt, du bist die letzte Clown-Mumie mit einer Nachtschattenseite, höchstwahrscheinlich. Achtung! Ja. Ein Gegenangriff! Schnell! Und los! Es ist schade, dass ich nicht unsere ganze Armee porten kann. Was liegt an? Auf meinem Befehl. Vorwärts! Gut, hier ist ja auch nichts mehr wirklich. Hier ist jetzt das Portal in die Stadt der Seelen. Also die westliche Stadt der Seelen. Die östliche... Gut, würden wir noch kommen in die östliche? Warum habt ihr mich gerufen für ihre Nähe? Ich
rieche ihre Nähe. Gut, was haben wir hier? Winterlich, große Klingenwaffen. Nicht schlecht. Goldene Wehr ist leichte. Stab der Taumaturgen. Drachenhose, jo. So, dann nochmal mit Bario reden. Während unsere Armee auf dem Rückweg ist. So, einen einzelnen Sensenläufer kriegen wir wahrscheinlich mit unseren beiden NPCs. Also mit Urias und Alia tot, aber die restlichen stehen halt auf dem Haufen. Ah, mögen eure Wege mit Gold. Ist dies euer Ziel? Ja, vielen Dank für eure Hilfe, Nordmensch. Vielleicht sind nicht alle eurer Art so übel, wie ich dachte. Ihr habt gut gekämpft. Ich denke, ich schulde euch etwas. Nehmt noch dies hier. Ich hoffe, es nützt euch auf eurer Reise. Lebt wohl! Lebt wohl, Bario. Ah, eins noch. Wenn ihr nach Süden zieht, dann müsst ihr als nächstes durch den Rabenpass. Wir haben einige Geschichten über ein Heer von Untoten gehört, das die Festungen dort besetzt hat. Seid also vorsichtig und möge die Sonne des Glücks dort für euch scheinen. Ja. Durch die rote Wüste. Erfahrungspunkte erhalten. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, bekommen haben wir nichts. Er reist durch das Portal weiter zum Rabenpass. Der Rabenpass ist der schnellste Weg von der Roten Wüste nach Kartei. Ihr erreicht ihn durch das Portal im Süden der Roten Wüste. Gut. Ah, aber unser Titan ist ja auch bald hier. Vorwärts! Folgt mir! Ja, ich finde, dieses Mal haben wir es besser geschafft als das letzte Mal. Zum einen musste ich nicht neu starten, zum anderen war es nicht so viel Panik. Ja, jetzt hier oben noch die paar Sensenläufer wegmachen. Mal gucken. Die sind einfach nur so da, weil die bewachen irgendwie nichts. Vorsicht! Zeit zu sterben! Ja, euch vor! Kämpft! So, der erste Sensenläufer ist hier. Was ist? Eure Versuche langweilig. Ach, lustig, ich habe von hier oben da wieder Stücke aufdecken können. Eure Versuche langweilig. Ein Gegenangriff. Na gut, ich muss sagen, sie geben Erfahrungspunkte. So. Damit haben wir die Rote Wüste abgeschlossen. Yay. Gut, ich würde sagen, wir können uns wenigstens noch zurück nach Imperia porten. Auf den Bazar.
Ja, ich möchte mich porten, auch wenn ich aktive Monumente habe. So, und ja. Hier dann mal speichern. Und dann machen wir erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.